Wir sind heute bei Übungen zu binomischen Formeln. Fangen wir erstmal mit der ersten und zweiten an. Ich habe hier einige Aufgaben hingeschrieben und jetzt ist es ohne weitere Umschweife die Aufgabe hinzuschreiben, wie das dann ausmultipliziert ist. Also nicht in Klammerform umwandeln und dann das mal das und das mal das, sondern gleich direkt die binomischen Formeln anwenden. Das ist die Aufgabe. Wir sehen uns dann bei der Auflösung wieder. So, das ist jetzt die Auflösung. Ich habe jetzt hier spaßenshalber nochmal von der dritten binomischen Formel eine Sache runtergeschrieben. Hier wird faktorisiert. Faktor mal Faktor, Klammer mal Klammer. Jede Klammer aus, also jeder Klammerausdruck ist ein Faktor. Deswegen sage ich faktorisieren. Dieses sagt man aus, also hierzu sagt man eigentlich ausmultiplizieren, obwohl wir es ja schon abgekürzt haben. Und wieder zurück wäre dann das. Gut. Kommen wir noch zu anderen Kleinigkeiten. Und zwar, ich hatte ja ganz zu Anfang mal gesagt, man braucht solche binomischen Formeln, um schneller zu sein, einerseits, aber auch um Rätsel zu lösen. Summen, Kürzen oder Dummen kann man mit solchen binomischen Formeln eventuell umgehen, indem man Faktoren bildet. Faktoren kürzen ist nicht verboten. Hier an dieser Stelle war es, um mal ganz schnell im Kopf zum Beispiel 29 zum Quadrat auszurechnen, ne? 30 minus 1 ist 29, das war hier Absicht. Wer hier 841 gleich im Kopf hingeschrieben hat, okay, ich rate es erstmal so hinzuschreiben. So, ich mache jetzt mal Pause und schreibe mal was auf. Ich mache es doch so. Nehmen wir mal an, wir wollen uns eine Gleichung basteln, die wir dem anderen dann als Rätsel vorgeben und sagen, x soll mal 2 sein. Wie kann man daraus was Schwierigeres machen? Jetzt nehmen wir das ganze Regiestrichverfahren mal rückwärts. Ich mache mal einen Regiestrich hin und sage, ich nehme mal beide Seiten mal 7. Dann habe ich hier 7x ist gleich 14. Jetzt sage ich, das gefällt mir alles nicht. Ich ziehe auf beiden Seiten 4 ab. Dann sage ich, okay, auf beiden Seiten minus 4. Dann steht hier 7x minus 4 ist gleich 14 minus 4 ist 10. Sieht schon komplizierter aus. Jetzt sage ich, ich teile den ganzen Kram mal durch 3. Durch 3. Dann sieht das so aus. 7x minus 4 und das alles durch 3 ist gleich 10 Drittel. Ja, das ist nicht schön. Nee, das sieht nicht gut aus. Guckt mal hier. Das sieht ja, das, wenn ich das als Rätsel vorlege, sagte, bist du blöd, da streiche ich gleich mal unten die 3 weg. Das ist ja albern. Nee, wir nehmen etwas, wo die 10 gut durchgeht. Also nehmen wir nicht durch 3, sondern wir nehmen durch 5. Gut, jetzt sieht das schon anders aus. Jetzt können wir hier 10 Fünftel ist 2 hinschreiben. Damit es noch ein bisschen blöder aussieht, sagen wir, okay, nicht zusammenfassen, sondern das Gegenteil. Wir lassen es mal explodieren. Kleinen Moment. Hier muss ich noch eine 5 hinmachen, ne? Danke. War das das? Ja. Dann sage ich hier 7x Fünftel minus 4 Fünftel minus 0,8, dann sieht es hässlicher aus, ist gleich 2. 7 Fünftel könnte ich mir auch noch ein bisschen verekeln, dann sage ich 7 Fünftel ist 1,4. 1,4x minus 0,8 ist 2. Jetzt wird es schon wieder zu leicht. Nö, ich lasse es doch so stehen, dann habe ich einen Bruch und eine Dezimalzahl. Ich nehme das als Rätsel, als Ausgangslösung. So bastelt man sich einfache Gleichungen, die man dann jemand anderen vorwirft und sagt, jetzt löst die mal. Können wir jetzt selber lösen, mache ich jetzt nicht, denn wir sehen ja sowieso, was rauskommt. So, wie könnte man das mit binomischen Formeln machen? Ganz einfach. Ich schreibe zum Beispiel mal hin, x plus 3 in Klammern zum Quadrat und das Ganze durch x plus 3. Dass das geht, ich zeige es mal ganz kurz, das heißt ja nämlich nichts anderes als x plus 3 in Klammern mal x plus 3 in Klammern, hier oben auf dem Bruchstrich und das Ganze durch x plus 3, ich darf eine Klammer rumsetzen und kann dann hier kürzen, das heißt x plus 3 muss rauskommen. Deswegen, das geht. So, das kann ich wegwischen, x plus 3 in Klammern zum Quadrat und dieser Term soll vereinfacht werden und der soll meinetwegen... Nö, machen wir es bloß einfach vereinfachen. Das wäre die Basis der Aufgabe. Nee, das sieht doof aus. Das sieht zu deutlich aus. Machen wir was anderes. Wir multiplizieren hier oben aus.
dann muss das ja x² plus 6x plus 9 ergeben und das durch x plus 3. Und diesen Term, den wollen wir vereinfachen, in die Richtung bringen. Das heißt also, wir haben ja gesagt, hier gehen wir praktisch eigentlich rückwärts, wir machen was Schwieriges draus. Und das Gleiche machen wir auf der rechten Seite auch. Wir basteln uns also hier einen schwierigen oder schwierig aussehenden Term und der soll vereinfacht werden. Und das heißt also, so basteln wir uns gegenseitig die Rätsel. Zum Schluss muss rauskommen, wenn ich das hier entsprechend gekürzt habe, das wird dann x plus 3 werden. Das soll unser Endergebnis sein. Aber das ist die Aufgabe. So, eingedenk dieser Aufgaben. Schnappt euch mal aus diesen Aufgaben welche und stellt mal so ein schwieriges Ding dann dar. Sowas hier. Hier. So ein schwieriges Ding und das soll vereinfacht werden. Bastelt mal was daraus. Vielleicht kriegen wir ja was Schlaues hin. Wir bauen uns also unsere Aufgaben selber. Also ich habe das nochmal kurz dargestellt. Das hellblaue, das ist hier in diesem Fall, ist es zu lösen, sodass wir dann rot eingekesselt auf das Ergebnis kommen. Und hier sagen wir mal, wir bauen uns noch keine Gleichung, sondern wir bauen uns bloß einen Term, der ist zu vereinfachen. Und das soll dann das Ergebnis sein. Zum Beispiel hier. Also Beispiele, ich schnappe mir mal diese Aufgabe. Ich habe die gerade hier kopiert, hier die dritte. Und füge die hier wieder ein. Sage so, mit der Aufgabe, mit der mache ich was. So, dann sage ich, okay, die Aufgabe, die daraus erwächst, muss so aussehen. X² minus 1,8x plus 0,81 soll durch x minus 0,9 teilbar sein. Sieht doch eklig aus. Das heißt also, Aufgabe ist vereinfachen. Ich muss das nicht extra nochmal einzeln hinschreiben. Ich weiß ja, dass ich durch den Term, der in der Klammer steht, x minus 0,9, dass ich dadurch teilen kann. Warum? Das kann man dann sehen. Nur die Aufgabe, bis dahin. Mehr will ich gar nicht haben. Jetzt hatte eine Schülerin gesagt, ich mache das nicht so, sondern ich mache das sogar noch schärfer. Ich nehme die vierte und schreibe hier unten, lass hier unten nicht die Klammer einfach mal weg, sondern ich nehme mal in Klammern zum Quadrat. Was muss da rauskommen? Und das ist spannend jetzt mal zu machen. Also hier müsste es klar werden, hier bleibt übrig als Ergebnis hier oben x minus 0,9. Das bleibt hier übrig. Was bleibt aber bei der vierten übrig? So, jetzt haben wir natürlich die vierte gleich ein bisschen schwieriger gemacht, aber wenn wir den oberen Kram wieder faktorisieren, kommt oben und unten genau das gleiche raus und ich kann dann wirklich sagen, wenn oben und unten genau das gleiche steht, dann kann ich das durch das sich selbst teilen, also kommt 1 raus. Bleibt hier eine 1, hier eine 1. Kann ich komplett wegkürzen. Wir hatten uns jetzt vorgenommen, mal diese Aufgabe zu schnappen und zwar die fünfte, m minus n in Klammern zum Quadrat, die so ein bisschen umzubasteln und uns eine Aufgabe nach diesem Schema zu bauen. Also, hier die fünfte, daraus was zu machen. Jetzt haben wir zwei Schülervorschläge, und zwar erster und zweiter. Und jetzt rate ich mal, auch zu Hause, diese beiden Dinger zu vereinfachen. Also, es geht immer darum, vereinfachen. Ausgangsform war diese Geschichte hier. Daraus haben wir was gemacht. So, also Pause drücken, vereinfachen, so weit wie möglich kürzen, bis der Arzt kommt und dann sehen wir uns wieder. Mal noch eine Zusatzaufgabe für die, die schnell sind. Die dritte. Mal sehen, was dabei rumkommt. Obwohl, na gut, wir wissen es ja teilweise schon. Wir sehen uns also dann wieder nach der Lösung. Ja, der eine Schüler, der hat das so gemacht, genau dieses grüne Ding hier, das habe ich jetzt mal blau eingefasst. Das wird hier in ein bisschen besserem Blau, weil das andere sieht man nicht so gut, wird zu dem Term hier. Oder ausführlich zu dem Term mal den Term mit sich selbst multipliziert. Jetzt kann ich hier kürzen und einer von beiden, hintere oder vordere, fliegt raus, sodass ich hier sagen kann, jetzt muss ich es mal oben drüber schreiben, das wäre dann 0,812, ich habe es jetzt ausführlich gemacht, ne? Mal, Bruch habe ich nicht mehr, m minus n in Klammern zum Quadrat. Nicht schlecht, schöne widerliche Aufgabe. Wir sehen uns gleich bei der nächsten Auflösung wieder.
Wir haben uns erstmal schnell die Zahlen geschnappt, nämlich durch 7 und durch 7. Hier unten steht minus 0,21. Die dürfen wir dann nicht vergessen. Wenn ich den oberen Kram wieder einklammere, so wie hier, steht über dem Bruchstrich m minus n in Klammern zum Quadrat. Und das Ganze durch das Gleiche. Und unterm Bruchstrich dürfen wir aber nicht vergessen, mal 0,21. Achtung, mal Minus. Ich mache das Minus mal rot, sonst übersehen wir es. Und wenn man das nicht rot macht, macht man es in der Praxis so, dass man das einfach in eine Klammer setzt. Dann sieht man dieses Minus 0,21, dieses Minuszeichen besser. So, jetzt wird gekürzt. Der Term fliegt raus. Und es steht bloß noch da, zum Schluss ist gleich, mache ich mal grün, dann sehen wir das Ergebnis immer. 1 durch minus 0,21. Oder kann ich genauso schreiben als minus 1 durch 0,21. Lässt man so nicht stehen, könnten wir jetzt erweitern. Machen wir jetzt mal nicht. Aber jetzt mal hier. Jetzt gucken wir uns das mal an. Was ist die dritte Aufgabe? Das wäre die widerliche Reform von der zweiten, indem ich nämlich sage, ich muss die erst formen, indem ich sage, ich muss die 7 ausklammern. Und dann kann ich so weitermachen wie bei der zweiten. Es kommt das gleiche bei raus. Schnell mal hier ausgeklammert. Ergibt sich. Überall ist eine 7 drin. Hier ist eine 7, in der 14 ist eine 7 und hier. Ich kann m zwar bei den ersten ausklammern, aber nicht mehr beim letzten. Also lasse ich es mal so. Erstmal nur ausklammern. 7 mal in Klammern. M Quadrat minus 2mn. Aha, das sieht schon aus wie unsere binomische Formel, die zweite. Und plus n Quadrat und dann haben wir es. So, hören wir an der Stelle auf. Also, schöne Pause.